Schön, dass Sie zum heutigen Training hier am Red Bull Ring in Österreich eingeschaltet haben. Das Wetter spielt nicht mit. Es hängen finstere Wolken am Himmel und die Fahrer werden mit einer nassen Strecke zurechtkommen müssen. Das sollte ein interessantes Training werden. Die Teams werden versuchen, so viele Informationen wie möglich über die Strecke zusammenzutragen. Sie werden rausgehen und die Grenzen der Strecke austesten. Wir werden also eine Menge Autos sehen, die weite Kurven fahren oder ihre Reifen blockieren, um zu sehen, wie weit sie gehen können. Wenn Sie sich an die Strecke gewöhnt haben, werden die Rundenzeiten schneller und die Fehler weniger werden. Man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass diese Strecke viel Leistung benötigt, wenn man das Beste aus den langen Geraden herausholen möchte. Diejenigen, deren Wagen von einem Mercedes-Motor angetrieben werden, können hier ziemlich zuversichtlich sein. Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Ja, es geht weiter und zwar in Österreich. Ihr seht schon, es regnet. Ist das nicht schön? Regen, 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 wie ich den vermisst habe hier. Nein, eigentlich nicht. Jo, und ich habe auch ein Setup, das zeige ich euch jetzt nämlich hier direkt, also 3-2, warum so wenig? Wir haben nur 8 Kurven hier und hier ist Top Speed erforderlich, man hat es ja schon gehört. Differentialeinstellung mit Gaspedal, das muss relativ hoch sein, 95 und 85. Der Radschuss ist fast so, wie man ihn kennt, aber nur wirklich fast so, wie man ihn kennt. Aufhängung, da brauchen wir ganz viel vorne und ganz wenig hinten, bis auf den Stabilisator, da brauchen wir auch hinten ganz, ganz viel. Reifendruck ist hier sehr, sehr hoch und Ballast werden wir ein bisschen weiter nach hinten lagern. Sprit werde ich mal ein paar Kilogramm mehr reintun. Das Ganze möchte ich gerne speichern. Ja, ihr seht schon, ich habe einen Spaß-Setup, ich bin schon mal Spar gefahren. Aber es heißt nicht, dass wir das Testrennen nochmal wiederholt haben. Tobi wollte das gerne wiederholen, es ist aber leider dazu nicht gekommen. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie wird sich das Wetter entwickeln? Schauen wir mal ganz kurz. Es soll regnen. Feucht im Verlauf des Rennens sind Schauer möglich. Da das aber wahrscheinlich keine Wettervorhersage ist, glaube ich, einfach fahren wir mal direkt raus. Grosjean, Hülkenberg, Vettel. Wenn ich jetzt rausfahre, habe ich jemanden vor mir. Das juckt mich gerade herzlich wenig. Ja, gut. Wir fahren raus. In der letzten Profisaison hatte ich ein Problem mit Outer City. Das Problem habe ich diesmal nicht. Selbst wenn die gute alte Lenkradcam nimmt meinen Sound auch auf. Das hat einfach einen Grund. Genau, es hat auch einen einfachen Grund, warum das Spiel einfach meine Einstellungen mal wieder komplett ignoriert. Das ist mir auch nicht neu. Das einmal und die Info. Also manchmal habe ich dieses Problem und manchmal nicht. Ich finde das mittlerweile nur noch sehr, sehr creepy. Ja, Österreich. Was rechne ich mir eigentlich für Österreich aus? Eigentlich nicht viel. Aus dem ganz einfachen Grund. Österreich, wie gesagt, Top Speed. Also die Boxenausfahrt ist hier aber sehr, sehr eng gehalten. So, jetzt muss ich mir wieder mit dem McLaren hier ein bisschen einstecken. Hinter mir kommt keiner. Und wieso fahre ich in einer falschen Sicht? Danke, weil ich Profisaison gefahren bin. Ich habe mich schon gewundert. Ja. So, hier konnte man bei 100 bremsen im Vorgänger. Das ist jetzt durchaus nicht so ganz einfach. Ja, kommen wir bei der SEC an. Ist das nicht schön? Wir haben keinen DRS. TV-Kamera gewöhnen. Oh mein Gott. Ja, Profisaison habe ich nämlich gestern aufgenommen. Mein Teamkollege ist direkt hinter mir. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, dass der direkt hinter mir ist. Wahrscheinlich nicht positiv. Ja, die Strecke ist nur ganz leicht nass, also muss hier der Bremspunkt, da habe ich keinen Anhaltspunkt für. Grosjean fährt jetzt mal eine 1.15er Zeit. Untersteuern wie Sau. Reifen sind auf Temperatur, unbequem sitze ich auch noch. Ja, viel zu regen gibt es eigentlich nicht, deswegen stimme ich jetzt eigentlich komplett auf die Strecke ein. Button fahren wir vorbei. Die Reifen überhitzen aber auch. Warum ist kein DS aktiviert? Das wurmt mich ja mal so richtig. Also, Bremspunkt ist erstmal finden. Ja, wieder ein bisschen zu spät gebremst. Gegen ist eigentlich auch nie meine Stärke gewesen. Jetzt haben wir da zwei Fahrer vor uns. Ja, super.
Das sind die besten Voraussetzungen. In Form von Ericsson und in Form von Button. Gut, auf meinen Teamkollegen kann ich mich einstimmen. Irgendwo ist was passiert, wahrscheinlich hinter mir. Ich glaube, ich muss die Bremsverlangen ein bisschen nach hinten verstellen, aber wirklich nur ein bisschen. Fällt sich jetzt natürlich mit der neuen schnellsten Runde. Hier muss ich den Bremspunkt jetzt erstmal finden. Ja, untersteuern generiert. Hamilton 1.13. Da werden wir definitiv nicht hinkommen. Wahrscheinlich im Trockenen vielleicht, höchstens. Aber nicht im Nassen. Ja, hier hat man das auch gehört. Die Zeit wird jetzt eigentlich nicht gewertet werden. Da ist eigentlich noch Kies. Da ist nämlich ja Rosberg rausgefahren. Also hat der Kurtmann das ein bisschen geschlampt. Momentan letzter hinter Stevens. Du hast dich auf PC vorgekämpft. Da gekämpft ja nicht. Weil kämpfen tue ich hier wirklich nicht. Hier eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Das sind 10 Kilo. Ja, aber der Spritverbrauch ist hier nicht hoch. Wieder ein bisschen den Scheiterpunkt verpasst. Da geht so berghoch, das merkt man. Das merkt man beim Motor richtig, wie er so hoch dreht und wieder runter dreht. Hier diese ganz schwierige Rechtskurve. In meinen Augen, die ist wirklich, finde ich, ein bisschen schwer auch anzubremsen, weil die so in die Senke reingeht. So eine Kurve, die so ein bisschen bergab geht, ist immer schwierig zu fahren. Gerade die. Hier habe ich wieder untersteuern. Ich glaube, das werde ich das ganze Wochenende haben. In der Kurve. Ja, die Reifen kühlen nicht mehr so wirklich ab. Ihr seht ja das vielleicht. Der vordere rechte, das ist mir überhaupt nicht abgekühlt. Teamkollege an der Box gefahren. Ja, Track Limits auf jeden Fall. Ich muss eigentlich hoffen, dass es hier nochmal trocken wird. Ericsson ist vor mir. Wie habe ich Stevens hinter mir gelassen? Und den Ericsson sehe ich zum Glück da vorne noch. Ja, so muss man um die Kurve fahren, aber so muss man es nicht rausbeschleunigen. Hinterräder jetzt ein bisschen zu heiß. Die kühlen auch nicht mehr so wirklich ab. Wohl doch, die kühlen jetzt doch schon nochmal ab. Gut, 50,9 werde ich hier definitiv jetzt nicht fahren. Hier verpasse ich den Kurvenschaltpunkt auch ein bisschen, aber das geht eigentlich noch. Ich suche gerade Abkühlung für die Reifen, aber es gibt hier nicht mehr so wirklich Abkühlung. Ja, untersteuern, das ist ganz natürlich. Vierter Gang, da muss ich auch nicht aufpassen mit dem Gas. Damit sind wir schon mal 16. Ja. Ich gewöhne mich auch erstmal wieder an das Auto und an die Strecke. Der Renningenieur. Schnell fahren, das werden wir jetzt mal gleich. Ja, Reifen sehen auch noch gut aus. Große Probleme mit Reifenverschluss habe ich ja grundsätzlich nicht in dem Spiel. Das fand ich in den Vorgängern bei mir grundsätzlich immer ein bisschen schwerer. Aber bei dem Spiel habe ich da echt ein gutes Gefühl bei. Mit Reifenverschleiß. Da habe ich schon andere Spieler gesehen, bei der deutlich höher ist. Das habe ich nämlich in der Profisaison mal ganz kurz erklärt. Da bin ich mal mit jemandem nämlich in Spanien gefahren, auch auf diesen Bedingungen mit Intas. Ein 5-Runden-Rennen. Bei mir war nur der vordere linke orange. Während bei ihm einfach schon alle Reifen mal orange waren. Bei mir war der vordere linke nur gelb. Und das innerhalb von 5 Runden. Also die Lenkung macht sau viel aus in dem Spiel. Also ich kann euch hier nur sagen, versucht so wenig wie nur möglich einzulenken mit eurem Lenkrad. Quasi, dass man nicht rutscht. Das bringt wirklich die meiste Zeit und schont die Reifen sowas von. Du bist boah. In allen Sektoren ein bisschen zu langsam, aber vor allem in den Sektoren 2 und 3. 2 und 3.
Gut, Button ist vor mir, Science hinter mir. Position 16 kann ich aber allerdings zufrieden sein. Ja, damit kann ich jetzt nicht zufrieden sein, dass mal die Reifen stehen geblieben sind. Aber sie kühlen auch wieder ab. Das ist immer das Wichtigste, dass die Reifen wieder abkühlen. Weil jetzt brauche ich zum Beispiel den vorderen linken extrem. Der rechte ist mir eigentlich wurscht, wie warm der ist. Es ist immer wichtig, dass der Reifen, der außen steht, also bei einer Linkskurve der rechte darf jetzt hier nicht zu heiß sein und dann bei einer Rechtskurve der linke Reifen. Das ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel hier. Weiß ich jetzt genau, jetzt generiert der Unterschleudern. Jetzt generiert der Unterschleudern wie Sau. Sprich, ich muss am Kurveneingang ein bisschen langsamer fahren. Und jetzt ist das gleiche Spiel wieder. Und jetzt muss ich noch mehr aufpassen, weil jetzt sind alle Reifen vorne. Und die letzte Kurve, die ist echt so ein bisschen tricky. So, damit sind wir 12 da. Und damit kannst du mir jetzt nicht mehr sagen. Du bist jetzt auf P12. Marione war auch extrem gut. Da kam gerade ein Ferrari aus der Boxengasse. Maldonado vor mir, also wir sind jetzt zwischen zwei Mercedes-Fahrern. Gut, in Kanada habe ich mir eigentlich auch nichts ausgerechnet und dann war es doch ein guter 6. Platz zum Schluss. Das kann mir hier auch wieder passieren. Ja, jetzt wollte ich auf Wetterbericht schalten. Jetzt habe ich mich erstmal hier mal 5-mal verdrückt. Weil der Wetterbericht halt ziemlich weit unten ist. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Ja, ist klar. Ihr könnt mir keine Informationen über das Wetter geben. Das glaube ich euch auch. Also hier die Track Limits zu überfahren, das bringt wirklich nur in Kurve 8. Da kommen wir jetzt, glaube ich, Kurve 7. Kurve 8 oder 7 ist das. Ja, da bringt mir das eigentlich extrem wenig. Die Bedingungen sind perfekt für diese Reifen. Okay. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber ey, passt schon. In den letzten zwei Sektoren geht hier viel Zeit verloren. Ja, auch in der Kurve so ein bisschen reinbremsen, das habe ich auch schon mal erwähnt, ist auch hier von Vorteil. Gewinnt man auch noch mal ein bisschen Zeit. Das Anbremsen finde ich auch extrem wichtig hier. In dem Spiel. Jetzt kommt der Kimi angeschossen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ich mich mit einem Ferrari duellieren kann. Da haben wir uns beide fair Platz gelassen. Zumal das wieder ein Armutszeugnis eigentlich für Codemasters sein muss, weil der muss mich doch locker kriegen, auch im Regen. Auch ohne DRS, obwohl da gar kein DRS gab. Ich würde mal sagen, jetzt hast du mich knallhart abgeschossen, der Kollege. Da brauchen wir nicht diskutieren. Dann lernen wir ein bisschen die Ausfahrtszone hier kennen. Aber der hat mich doch knallhart abgeschossen. Da brauche ich nicht nachgucken. Das war mal sowas von eindeutig. Ja, weil ich da auch extrem früh bremse, aber das hat Friedrich ja auch immer gecheckt. Da kommt gerade keiner, da kommt gerade gleich mein Teamkollege. Aber da trifft mich eigentlich keine Schuld. Da ist es ganz klar Hintermann schuld. Also die KI bremst da deutlich später als ich. Na gut, meine Ferrari wird auch ein bisschen später bremsen. Aber das hatte ich auch schon in... Wo war das? In Bahrain, in der Profisaison. Da bin ich auch in Red Bull angeschoben, weil ich auch deutlich früher gebremst habe. Okay, das ordne ich auch mal als Bug ein, diese Lenkradeinhaltung gerade da. Ja, aber der hat mich klar knallhart angeschoben. Da brauchen wir. Da diskutiere ich auch nicht. Der hat mich angeschoben. Kimi hat mich angeschoben. Kimi! Das ist doch kein Grund, mich anzuschieben, nur weil du den Vertrag bei Ferrari verlängert hast. Ja. Was ich im Übrigen eigentlich gut finde, weil was Ferrari da gemacht hat, das war eigentlich die beste Option, die Ferrari da treffen konnte. Also Bottas sich da wirklich frei zu kaufen. Bei Williams sei ich jetzt nicht so wirklich von Vorteil. Und ich will auch nicht wissen, was Williams dafür verlangt hat von Ferrari. Also da gehe ich mal von einem dreistelligen Millionenbetrag aus, auch wenn die das gar nicht zugeben wollen. So viel wird es wahrscheinlich sein. Also da gerade Williams
Hat zwar eigentlich auch in dem Sinne hin viel Geld, aber jetzt nicht so viel wie Ferrari zum Beispiel. Also ganz ehrlich, ich bin mit dieser einen Runde relativ zufrieden, weil ich auf Button, na, knappe 13, ne, mit da, das ist wahrscheinlich diese schnelle Linkskurve. Dafür ist mein erster Sektor extrem spitz. Ja gut, ich mag die erste Kurve hier in Österreich sehr. Muss ich dazu sagen. Und wer war noch im Gespräch? Ricciardo, David wird wohl auch, wenn überhaupt, eine hohe Forderung einsetzen. Denke ich mir auch mal so über einen dreistelligen Millionenbetrag. Mindestens. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dafür weniger verlangen. So eine Ablösesumme für einen Topfahrer. Ich weiß gar nicht, was hat man für Alonso? Alonso war auch mal viel. Ich glaube, den hat man auch mal der hat man auch abgekauft. Na gut, bei McLaren war das nicht, da ist er freiwillig gegangen. War das jetzt von Ferrari zu McLaren? Nee, ich glaube nicht. Da war eine Ausstiegsklausel, aber hä? Oder war das von Renault damals zu McLaren? Das könnte sein, dass man ihn bei Renault freigekauft. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Wenn er jetzt so irgendwie komplett was durcheinander bringt. Und die nächste Option wäre Nico Hülkenberg gewesen. Das hätte mich eigentlich am meisten gefreut für Nico Hülkenberg, weil in meinen Augen verdient er mal ein Top-Cockpit, aber ja, bei Hülkenberg habe ich immer irgendwie so im Hinterkopf, der schafft das irgendwie nie, so wirklich in ein Top-Team zu kommen. Alle fahren Inters, ja. Das ist ja nichts Neues. Schön soll das Wetter ja auch nicht mehr werden. Ne, leichter Regen, Schränktemperatur steigt. Bedeutet in der Regel eigentlich, dass es auch besser wird. Ne, es soll sogar noch starken Regen geben. Aber nichtsdestotrotz, ich bin hier gut dabei, auch im Regen. Deswegen bin ich mal gespannt, was morgen uns das Qualifying beschert. Ja, Mitte Teil 33. Das ist wieder so ein Sektor, wo es für ein bisschen mehr Aerodynamik ankommt. Wo ist das Raikön eigentlich gefallen? 33,7 eine Sekunde. Und im Schlusssektor sind es halt auch nochmal 15. Also, wenn ich die Mitte dann auch besser hinbekommen, da könnte ich sogar bei in der Richtung Roger Hülkenberg landen, also Position 9. Also vielleicht ist sogar hier Q3 wieder möglich, aber ich bezweifle das mal so ein bisschen hier. Das wäre halt der Kandidat dafür. Es ist ja leider schon durch diese Kurve gefahren. Da duelliert sich gerade der Philippe Nasa mit ich denke mal, dass das Hamilton sein wird. Jetzt schaue ich mal kurz, wie er die Kurve fährt oder wo er bremst. Okay, ich habe einen Bremspunkt gefunden für mich. Wahrscheinlich auch. Das habe ich einmal gesehen und mich um die Umgebung geguckt und habe einen Bremspunkt gefunden. Geil, ne? So macht man das irgendwie. Man schaut sich irgendwas an und findet dann seinen Bremspunkt. Ich beende die Session. Lewis Hamilton in Topform. Es gelang ihm, die schnellste Zeit des Tages beim heutigen Training zu fahren. Der britische Fahrer wird mehr als zufrieden mit der Leistung seines Wagens sein. Ja, ich bin auch mit der Leistung zufrieden, die ich hingeknallt habe, wo ich mit der Leistung des Autos zufrieden bin. Das werden wir im Qualifying erst herausfinden. Und ich sage deswegen, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Formel 1 2015.